Ich habe nicht nur Muskeln, sondern bin auch im priesterlichen Ding bewandert. Bei klaren Dingen eine gute Gelegenheit, früheres Unrecht zu sühnen. Kann ich mich euch anschließen? Jede Hilfe ist uns willkommen, es gibt viel zu bewältigen. Wir haben keine feilen Wendung für euch. Seid so frei und geht. Ja, du darfst dich uns anschließen. Wohl wahr. Und keiner weiß das besser als ich. Der Eisenthron hat mir die Mine gestohlen, denn ich bin ihr rechtmäßiger Eigentümer. Vor 125 Jahren war sie die Heimat meiner Sippe. Schiltet mich einen Narren. Ich habe ihn vertraut. Vor vielen Jahren machte ich diesen verfluchten Riedeltar zum Schmied für den Thron. Keine schlechte Arbeit im Grunde. Doch ist das passiert. Ich erzählte ihm von meiner alten Heimat. Davon, dass meine Sippe die ergiebigste Eisenmine aller Küsten besaß. Und nicht wieder hinunter. Davon wie fast alle die Mine ums Leben kamen, als wir ein Flussufer durchbrachen. Die wenigen, die überlebten, trugen es nicht wieder hinunterzugehen. Wir beließen die Mine so wie sie war, als ein riesiges feuchtes Grab. Das alles erzählte ich meinem Freund Rielta, der mich daraufhin sogleich in Ketten legen und foltern ließ. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den genauen Ort preiszugeben. Und nun verhilft unser Friedhof dem Eisenthron zu seinen Reichtümern, während er die Küste ausbluten lässt. Wenn ihr den Plan des Throns durchkreuzen wollt, müsst ihr mir helfen, diese verdammte Mine wieder unter Wasser zu setzen. Die haben die Bruchstelle verstopft, doch ich weiß, wie sich der Stöpsel lösen lässt. Dann werden die Ratten allesamt in der Mine ersaufen, die sie sich gerissen haben. Ich will euch den Weg weisen. Ja, er hat viel zu reden. Ja, hier bleiben wir weg. Wir brauchen dich nicht. Weg, Kusch. Ja, er kriegt Level und er kriegt Erfahrungspunkte. Was? Ja, Blanwin, du laberst uns nicht dumm voll. Natürlich. Ja, tschüss. Wir mögen dich eh nicht. Ich hab dich nur als Mutter. Wir haben gut und tapfer gekämpft. So tempo so werde ich vielleicht eines Tages wieder an eurer Seite kämpfen. Nein. Aber wir lassen dich hier nicht ersaufen. Also geht zum freundlichen Arm. Tschüss. Hoffentlich sehen wir dich nie. Ja, dann geben wir ihm erstmal seine ganzen Stufen, die er dazu kriegt. Da, bla, bla. Ergebnisse, zusätzliche Treffpunkte, bla, bla, bla. Er hat einen guten Skill mit Schleudern und einen guten Skill mit Kriegsheimern. Ja, das ist doch was. Einverstanden. Er hat ein bisschen mehr Leben als Brennwin, aber ein bisschen weniger Priesterzauber. Entfernen. Wir müssen ihn aber erstmal herrichten. Ach, wir müssen eh erstmal den Ring anlegen, aber das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hast du schon Stufe 3 was? Das ist schön. Da kannst du hier einmal Heilung nehmen. Stufe 4 kannst du noch lange nicht. Das wirst du dieses Abenteuer. Wie viel Erfahrung hast du denn? Das da 25 und da 25.000. Ja, kommt ungefähr hin. Naja. Also gut, dann müssen wir den mal hier, braucht ihr was? Bisschen was geben. Das ist auch ein schöner Kriegshammer. Spreche ich dir. Außerdem wird der ein bisschen besser treffen als, Madame. Junge? Ah, ja, geht doch. Ich muss nur mal gucken, ob der Schild ihm nicht behindert. Weil der Schild eigentlich recht gut ist. Er trifft auf jeden Fall auf 11. Im Gegensatz zu den 18 oder 16, die Dingen. Wenn ich ihm den Schild wegnehme, trifft er, glaube ich, sogar noch besser, oder? Ne, auch auf 11. Dann kann er den Schild behalten. Ja. Wir haben einen neuen Zwerg und haben wir noch ein paar Schuhe für dich? Na, sieht nicht so aus. Was kannst du denn überhaupt noch benutzen? Kannst du eine Halskette, was an den Armen und passen dir die? Ah, die bringen dir nichts. Dann kannst du die wieder nehmen. Ja, er ist jetzt der letzte Charakter, den wir in der Gruppe aufnehmen werden. Immerhin, mach mal die Tür auf. Schön. Ja? So, und jetzt
können wir noch die nächste Ebene mal angucken. Ja, der Zwerg kann auch dahinter bleiben. Jetzt haben wir zwei Zwerge. Ich mag Zwerge. Menschen mag ich zwar auch. Was ich nicht mag, sind Elfen komischerweise. Ich weiß nicht warum. Elfen mag ich nicht, aber Zwerge mag ich. Also, es geht weiter. Haben wir einen Feuerball? Oh, schade. Wir haben aber noch ein Netz. Ist aber ein Netz. Ja, natürlich schießt ihr alle auf die Magierin. Auf die arme Magierin. Oh, lass die Magierin. Oh, scheiß Bogenschützen. Okay, Zwerg, du läufst dahin. Du läufst dahin. Oh, da bitte. Ah, du gibst keine Bestätigung. Gut, dann gehst du auf den Nacken. Wir nehmen mal unseren neuen Zwerg hier und gehen mit dem. Ich hab ganz vergessen, den Zwerg seine ganzen Zauber zu teilen. Das machen wir eben mal noch. Ja, wir kriegen hier einen extra Zauber. Da kriegst du ein Gebet, sagen wir mal. Und hier kriegst du, vier Wunden heilen, ein Gesang und ein Gift. Ein Gift wegmachen, genau. Dann kriegst du noch ein Gebet. Ja. Das ist schön. Ja? Na, wir können leider nicht speichern. Gucken wir mal, was die draus machen. So, Zwerg, du bist aus dem Arm. Es wird schön, wenn du dich selbst entgiften könntest. Das ist ja kein Zauber, vielleicht wird es ja nicht unnötig dumm unterbrochen. Ja, wir müssen als nächstes eh ruhen, weil, weil der Zwerg macht viel guter als Nahkämpfer. Der andere Zwerg. Naja, hier haben wir das hier wieso auf mich. Ja, plündern wir erstmal die Leichen. Ein rotes Edelstein-Gedings. Was hat er denn schönes bei sich? Eine Flasche mit irgendeinem Zeug drinnen? Ein Schnelligkeitsöl war das nicht. Ein Schnelligkeitsöl wäre ja viel zu schön. Ja? So, ja. Geht mal hoch. Flasko, ihr verschwendet, ja? Natürlich. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Du hast doch gewiss noch deine... Nein, doch, ja, du hast deine Heilung, genau. Hier, da, heil mal. Schön. Er hat seine Heilung noch nicht, oder? Hat er eine Heilung? Er hat eine Heilung. Wem geben wir den? Er gibt, Jaslik gibt sich die Heilung selber. Ja, wir haben jetzt keine Branwell mehr, wir haben jetzt einen Jaslik. Das kann man viel besser aussprechen und der ist auch viel toller und darum ruhen wir jetzt hier mal. Ja, natürlich. Wir müssen nur mal 5 Sekunden ruhen und jeder dann sowas. Hamster mit dem Schwert zu leben. Ich werde im Kampf aber jetzt nicht ausreichen. Ist mir eine Ehre. Ist das Lob einverstanden? Ihr habt gerufen. Das ist vielleicht noch ein Netz. Doch, hier zaubern wir mal oben in die Ecke. Ja, du sollst es oben in die Ecke zaubern. Bei uns. Ja, ja. Wie befohlen. Die Fernkämpfer gehen wir noch in die Ecke. Ja, lass dich von Minsk ruhig ablenken. Du hast da gerne was reinhauen. Lass den gerne hauen. Du hast den Kurs, ich sag's dir lieber nochmal. So, Minsk. Hier, hack immer auf den. So, der Zweck hat den getötet, dann kann ich den. Minsk, geh mal nach oben auf den. Und du gehst auch auf den. Und du läufst hier rum und gehst auf den. Der Zweck kommt schon mal. Der Fels oder Breaga. So, ja, noch mehr Tote. Bitte einmal speichern. Bitte einmal ruhen, ohne angegriffen zu werden. Es hat funktioniert. Ist einfach zu unheimlich. Haben wir jetzt endlich jede Menge Heilzauber. Ich bin ganz ohr. Ja, falscher Charakter. Was auch immer ihr braucht. Ja, nicht so viel wie bei Dingens, weil er noch zur Hälfte Krieger ist statt Priester, aber er ist trotzdem toller. Außerdem ist er, was viel wichtiger, er ist. Mit dem Helm chaotisch böse, genau. Wir müssen mal diesen Helm da, den können wir jetzt verkaufen. Weil er ist, rechtschaffend gut. Das ist wichtig. Braucht ihr was? Das ist wichtig für das Zusammenspielen des Teams. Weil wir müssen ihn nicht mit irgendeinem Helm manipulieren, damit er die ganze Zeit rummosert. Beziehungsweise nicht rummosert. Ja, wir sind auch bei der Zeit, Schluss zu machen. Zumindest, ja. Ich habe jetzt noch eine Stunde aufgenommen, das reicht.
dann hören wir Burg quieken und ich verabschiede euch auf Wiedersehen. Ich hoffe, ja, es hat euch auch wieder gefallen. Ich hatte mal wieder viel Spaß am Vorlesen und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.